Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte euch heute mal aufzeigen, wie einfach es ist, Löcher in Fliesen zu bohren. Und wie das geht, seht ihr in einer neuen Folge von Jörg erklärt's. Ja, heute mal bei mir im Bad angekommen, gibt mal wieder was zu tun. Und zwar möchte ich hier an meine Fliesenwand hier so eine Ablage für einen Föhn anbringen und dieser soll hier dran befestigt werden und da das Teil aus Stahl ist und auch etwas schwer ist, möchte ich das Teil hier nicht mit doppelseitigem Klebeband befestigen, denn da habe ich doch nicht ganz so viel Vertrauen und möchte hier die zwei Bohrbefestigungslöcher nutzen und dementsprechend hier meine Fliesen zwei Löcher reinbohren. Ja, und viele sagen sich dann natürlich, oh, da hole ich da einfach meine Bohrmaschine aus dem Keller und bohre hier einfach ein Loch rein mit meiner Schlagbohrmaschine. Aber bitte keine Schlagbohrmaschine verwenden, denn diese Schlagbohrmaschine, wo wir hier solche quasi Bohrer haben, die hier eine quasi gehärtete Spitze oben haben, eine Hammerspitze, diese können hier unsere Fliese hier komplett beschädigen. Also wenn ich mit dieser Maschine hier reinbohren würde, mit Hammerschlag, würde meine Fliese hier kaputt gehen, würde auf jeden Fall zerspringen und das wollen wir auf jeden Fall verhindern. Ja, und ich habe mir dafür hier so ein Glasbohrset bestellt. Lege ich nochmal einen Link unten in die Videobeschreibung und da haben wir ein 3, 4, 6, 8 oder 10 mm Glasbohrer mit dabei und dieses Set werde ich jetzt hier mal austesten und als erstes gilt es natürlich hier an der Fliesenwand quasi unsere Punkte zu ermitteln und das werden wir jetzt mal tun. Ja, und viele denken sich natürlich, ja, da bohre ich einfach in die Fliesen Fugen herein, da kann ich jeden x-beliebigen Bohrer nehmen und dem kann ich aber nicht beipflichten, denn wenn wir hier in die Fliesenfugen hereinbohren, tun wir die Fliese auf jeden Fall hier in dem Randbereich doppelt schädigen und das kriegen wir am Ende, wenn wir mal wieder was rückgängig machen wollen oder rückbauen wollen. Hier hinterlässt das unschöne Löcher in den Fliesenfugen und das wollen wir hier tunlichst vermeiden. Und werde mit dem Malerkrepp hier mal abkleben. Und da ich jetzt nicht genau weiß, welche Höhe ich das nun mache, der klebe ich das doppelt ab. So, kleben wir das mal drauf und habe jetzt hier meine Punkte ordentlich angezeichnet. Ja, und das geht immer sehr gut mit diesem Malerkreppband. Da sich da sehr gut anzeichnen lässt, ob mit Bleistift oder mit Filzstift, da kann man mit jeder Stift immer schön anzeichnen. Und diese Dübel sind 6 mm in der Größe und dementsprechend suchen wir uns jetzt hier auch unseren Bohrer raus. Ja, und den spannen wir eigentlich ganz einfach ein, einen Akkuschrauber. Also ich benutze hier keine Bohrmaschine, ich benutze hier einen Akkuschrauber. Habe ich einen langsamen Gang im Akkuschrauber meistens und einen schnellen Gang. Und wichtig ist dabei, dass wir hier nicht über ungefähr 500, 600 Umdrehungen kommen. Und mein Akkuschrauber ist so ausgelegt, dass er hier auf der Stufe 1 maximal 600 Umdrehungen macht, wenn ich durchziehe. So sind 600 Umdrehungen, wenn ich auf den schnellen Gang schalten würde, würde ich natürlich noch schneller gehen, aber das ist für unseren Bohrer natürlich nicht gut. Also bis maximal 600 Umdrehungen werde ich hier bohren und da werden wir jetzt mal hier die erste Bohrung ansetzen und das ist auch schön für unseren Bohrer, dass wir hier Malergrip drauf haben und deswegen hat der Bohrer auch sofort Grip und wird dann hier mit dem Schneidvorgang beginnen. So, und da kann ich jetzt schon mal mit dem Bohrvorgang beginnen. Setze auf den Punkt auf und beginne jetzt. Und drücke ganz entspannt hier gegen, also nicht zu viel Druck aufbauen, sondern ganz normal hier etwas Gegendruck ausüben. Und ihr habt gesehen, wie schnell das hier geht. Zack, sind wir durch die Fliese durch, Nummer 1. Und hier Fliese Nummer 2.
Zack. Und schon haben wir hier durch die Fliese durchgebohrt. Ja, und als nächstes gilt es natürlich, hier in der Wand weiter zu bohren, weil wir wollen ja einen Dübel hier reinsetzen. Der ist nur auch ein paar Zentimeter tief. Also, und dieser Dübel muss ja jetzt in der Wand verankert werden. Und da kommt es immer ganz drauf an, was habt ihr von der Wand? Bei einer Betonwand würdet ihr natürlich hier so einen Bohrer nehmen mit so einem Hammeraufsatz hier und würdet dementsprechend dann mit einer Hammerbohrmaschine oder mit einer Schlagbohrmaschine in den Beton dann hereinbohren. Bei mir ist das jetzt nicht der Fall. Bei mir ist jetzt Gipskartonwand hier dahinter und dementsprechend kann ich hier einen ganz normalen Holzbohrer nehmen. Normaler Holzbohrer hier herein. Also dementsprechend dann auch immer den Bohrer der Bohrlochgröße hier anpassen, die wir hier gebohrt haben. So, und jetzt kann ich hier ganz einfach hier das Loch nach hinten durchbohren. Zack, Nummer 2. Und jetzt Dübel einfach einschieben und hier einschlagen. Und ihr seht, wie perfekt die Löcher hier geworden sind. Ja, damit sind jetzt meine Löcher ganz einfach fertig gebohrt und ihr habt gesehen, war wieder mal kein Hexenwerk. Wenn das Video euch gefallen hat, würde ich euch um ein Like nach oben bitten, würde ich mich sehr darüber freuen. Und wenn ihr Anregungen habt oder andere Ideen, wie ihr Löcher und Fliesen bohrt, lasst es mich wissen in den Kommentaren. Wir sehen uns dann in einer neuen Folge wieder, wenn es wieder heißt, Jörg erklärt's.